Als dieser Titel erdacht wurde, war noch nicht klar, dass das im Augenblick so eine aktuelle Präsenz haben würde, weil gerade scheinbar die Welt kurz davor ist zu brennen in direkter Nachbarschaft von uns. Natürlich sonst brennt sozusagen die Welt auch an allen möglichen anderen Stellen. Man muss nur mal das Fernsehen natürlich einschalten oder im Internet gucken auf dem Smartphone. Und man könnte die Frage sofort mit Ja beantworten. Dann wäre der Vortrag zu Ende und wir könnten meditieren. Ich möchte aber gerne versuchen zu erklären, eine mögliche buddhistische Sichtweise darauf. Deswegen habe ich heute Abend einen Vortrag in drei Teilen vorbereitet. 1, 2, 3. Und zum Anfang mache ich ein paar Witze, dann fühle ich mich nämlich nicht so nervös. Schon vor 2500 Jahren hat sich der Buddha, man könnte sagen, zu der prekären Lage der Welt geäußert. Der Buddha lebte vor ungefähr 2500 Jahren in Nordindien, sprich in Nepal heutzutage. Und schon vor 2500 Jahren hat der Buddha zu dem Thema was gesagt. Und in Nordindien oder Nepal war auch die Welt vor 2500 Jahren kein besonders sicherer Ort. Es war kein friedliches Paradies. Es gibt den sogenannten Pali-Kanon. Da sind Details aus dem Leben des Buddhas sozusagen eingestreut und man kann den lesen mit einem bestimmten Geschichtsinteresse. Und wenn man das liest, wird klar, auch damals gab es schon jede Menge Krieg, Auseinandersetzungen, Fehden, ja, Machtkämpfe zwischen benachbarten Königreichen und so weiter. Vielleicht ist sogar bezeichnend, dass der Buddha selbst aus einem Stamm kam, der, soweit ich weiß, größtenteils, wenn nicht ganz, einer Kaste angehörte, der sogenannten Kriegerkaste. Ja, der Buddha war ein Abkömmling der Kriegerkaste. Und vielleicht spricht das schon für sich, dass es sowas gab wie eine Kriegerkaste. Wenn die nicht gekämpft haben, haben die ihre Felder bestellt. Aber es war klar, dass sie jederzeit zu den Waffen greifen konnten, um sich zu verteidigen gegen die Nachbarn. Also auch schon in der Zeit des Buddhas war das Leben wohl ein ständiger Kampf. Natürlich gegen die Naturgewalten, um zu überleben, aber auch gegen feindlich gesinnte Nachbarn. Es ist zum Beispiel, um das zu illustrieren, aus eben diesen uralten buddhistischen Schriften sind bestimmte Konflikte überliefert, zum Beispiel wie der Buddha, nachdem er bereits der Buddha war, sozusagen im letzten Augenblick so etwas wie einen Bruderkrieg vereiteln konnte, der zwischen Angehörigen seines eigenen Clans, seines eigenen Stammes dabei war zu entstehen. Ja, so man könnte sagen eine Familienfehde. Nämlich, der Buddha gehörte sozusagen einer kleinen Stammesrepublik an. Das waren so, im Grunde war das wie eine große Familie mit mehreren Abteilungen und die wählten wohl, die Adeligen dieser Familie wählten so eine Art König für eine gewisse Zeit, das war der Präsident der Republik. So, dieser König lag im Sterben, das war der Vater des Buddhas. Und was gleichzeitig passierte, war, es gab eine Dürreperiode und ein bestimmter Fluss war dabei auszutrocknen. Denn zwei Teile dieser großen Familie, ja also zwei Unterclans, die nutzten den Fluss für sich, für ihre Landwirtschaft. Jetzt war nicht mehr genug Wasser da, um für beide dieser, die einen Verwandten des Buddhas und seine eigene Familie, um für genug Wasser zu sorgen. Es kam zu Beleidigungen. Eine Teilfamilie forderte das Wasser für sich. Es reicht sowieso nicht für beide. Wir werden das Wasser für unsere Landwirtschaft nehmen. Die andere Familie meinte, nö, das ist für uns. Wir wollen nicht bei euch um Nahrung betteln. Und es dauerte nicht lange. Da standen zu beiden Seiten des Flüsschens, stand die Streitmacht versammelt. Ja, also die einen Vettern sozusagen aus der Familie des Buddhas gegen die anderen. Und die waren dabei, tatsächlich loszuschlagen. Und man könnte sagen, glücklicherweise war der Buddha anwesend. Und er schaffte es sozusagen, diese Generäle, also die Anführer, mit rationalen Argumenten dazu zu bewegen, aufzuhören. Und bediente sich dabei durchaus einer ganz militärischen Sprache. Ja, er fragte nämlich die Generäle, wie viel ist Wasser wert? Und die sagten wohl, nicht viel. Und dann fragte der Buddha, wie viel ist ein Krieger wert? Und die Generäle sagten, der Wert eines Kriegers ist unermesslich. Und dann sagte der Buddha, es ist falsch, das Leben dieser Krieger zu verschwenden für ein bisschen Wasser. Ja, und das hat anscheinend geklickt. Ja, es war die richtige Sprache. Und dann haben die gesagt, ja, stimmt irgendwie. Und vielleicht wurde dann auch der Horizont wieder etwas größer, dass man die Streitkraft aufsparen musste für die benachbarten Königreiche, die auch ständig sozusagen Expansionsgelüste hatten. Das heißt, dieser Krieg wurde dann abgewendet. Ja. Der Buddha war da ungefähr Anfang 40,
hat noch 40 weitere Jahre gelebt. Und es geht wohl auch aus den gleichen Quellen hervor, dass der Buddha doch noch zu seinen Lebzeiten miterleben musste, wie sein gesamter Stamm, also die Shakya, wieder komplett ausgerottet wurde von einem benachbarten Königreich. Ja, die wurden komplett ausgerottet. Es gibt so Hinweise darauf, dass das sowas wie eine Rache war. Ja, die waren sehr, sehr stolz und haben wohl die benachbarten Königreiche auch beleidigt. Das war sowas wie eine Rache, aber bestimmt auch sowas wie einfach eine Expansion. Ja, das eine Königreich will größer werden, ja, und so weiter. Also auch schon damals war die Welt kein besonders sicherer Ort. Ja, auch nicht zu Zeiten des Buddhas. Das zur Einleitung. Diese Hintergrundinformationen sind vielleicht interessant, von Interesse, denn ich möchte jetzt zu einer bestimmten Stelle kommen, von dem, was der Buddha gelehrt hat. Diese Stelle, die wird mit einer etwas altmodischen Sprache übersetzt ins Deutsche als die sogenannte Feuerpredigt. Die frühen Übersetzer, die buddhistische Schriften ins Deutsche übersetzt haben, das waren, glaube ich, Angehörige der evangelischen Konfession, und die haben gedacht, alles, was der Buddha gesagt hat, das waren Predigten. Deswegen heißt das landläufig noch die Feuerpredigt. Man könnte es vielleicht auch das Feuersutta nennen, also den Feuerdiskurs, den Diskurs über das Feuer. Ja, und die Gelegenheit ist die folgende. Der Buddha, es ist so kurz, nachdem der Buddha Erleuchtung erlangt hatte, hatte eine Anzahl neuer Schüler gewonnen. Und zwar waren das Schüler, die sogenannten Feuerasketen. Er hatte neue Schüler gewonnen, die bis dahin das spirituelle Leben darin verfolgten, dass sie das Feuer verehrten bzw. Feueropfer brachten. Ja, und diese Feuerasketen waren vom Buddha sozusagen neu als Schüler gewonnen worden, indem er den spirituellen Führer, den spirituellen Direktor der Feuerasketen sozusagen dazu gebracht hatte, sein Schüler zu werden. Sind die ganzen, das waren viele, die anderen Asketen sind dann sozusagen mit konvertiert zum Buddhismus. Ja. Und eines Tages kurz darauf ist der Buddha mit diesen Feuerasketen, ist er eines Abends auf den Gaya-Berg gegangen, ein berühmter Berg, der häufig in den buddhistischen Schriften erwähnt wird als der Schauplatz vieler, ja, Predigten bzw. Suttas, ja, Diskurse, was der Buddha erzählt. Ja, und die Feuerasketen natürlich, die waren mit dem Feuer vertraut. Das spirituelle Leben der Feuerasketen, wie gesagt, bestand darin, Feueropfer zu bringen, rituell, beziehungsweise Feuer zu verehren. Also die hatten eine Beziehung zu Feuer. Ja, die wussten vielleicht um die transformierende Wirkung vom Feuer. Feuer verbrennt. Ja, es gibt was Neues, der Phönix aus der Asche und so weiter. Ja, es sind alles sehr, sehr positive Feuersymbole. Die wussten aber auch natürlich um die destruktive Kraft des Feuers. Ja, Feuer zerstört, Feuer fängt an, das anzustecken, was in der Nähe ist. Bestimmt wurde zu Lebzeiten des Buddhas schon Feuer als Waffe eingesetzt im Krieg. Es gab Buschfeuer, bestimmt sind ganze Dörfer, ganze Städte dem Feuer zum Opfer gefallen. Ja, also die wussten, um was es sich handelt, als der Buddha vom Feuer sprach. Ja, und dann hat er die eines Abends eben auf die Spitze dieses Berges geführt und sagte, alles brennt, ihr Mönche. Ja, das ist wieder eine Übersetzung, Mönche, das waren damals noch keine Mönche, das waren Wanderasketen. Ja, alles brennt, ihr Mönche. Und was alles brennt? Das Sehen, ihr Mönche, brennt. Die sichtbaren Gestalten brennen. Das Sehbewusstsein brennt. Die Sehberührung brennt. Und was durch die Bedingungen der Sehberührung entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, das brennt auch. Und es geht weiter, das Hören brennt. Das Riechen, das Schmecken, das Tasten, das Denken, das brennt auch alles. Ja, das ist das sogenannte Feuersutta. Ich will noch mal ein bisschen was versuchen zum Buddha zu erzählen. Ja, vielleicht wird dann klarer, warum er das gesagt hat, wie er das gemeint hat. Der Buddha war als junger Mann von zu Hause aufgebrochen, ja, von dem Stamm der Shakya. Er hatte selber eine Kriegerausbildung. Er war aufgebrochen, um als heimatloser Wanderasket nach der Wahrheit zu suchen. Ja, ihm stellten sich Fragen wie, was für einen Sinn hat mein Leben angesichts der Tatsache, dass es irgendwann zu Ende sein wird? Was tue ich mit meiner Zeit? Ich merke, es ist unausweichlich, ich werde alt werden und sterben. Jedes Lebewesen hängt am Leben. Das Leben ist das Kostbarste für jedes Lebewesen. Dennoch wird jedes Lebewesen alt und muss sterben. Was bedeutet das? Diese Art Fragen bewegten den Buddha und er entschloss sich, ich kann hier nicht bleiben.
Ja, ich muss auf diese Fragen eine Antwort finden. Also er verließ sein Zuhause, verbrachte mehrere Jahre sozusagen in der heimatlosen Wanderschaft, versuchte verschiedene Sachen, um dieser Frage nahe zu kommen, unter anderem Selbstmartyrium, also man könnte sagen Selbstmisshandlung. Das war damals eine beliebte Methode unter den Asketen, ist es, glaube ich, wie ich gehört habe, auch heute noch, zu versuchen, zur Wahrheit zu kommen. Hat ihn nicht weitergebracht, musste er nach einigen Jahren aufgeben, weil er daran fast gestorben wäre. Aber letztlich schaffte es der Buddha, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Eine tiefe, man würde sagen spirituelle Antwort, was wir heute Erleuchtung nennen. Der Buddha schaffte es, sozusagen zur Erleuchtung zu kommen, zum Erwachen und fand sozusagen eine Antwort auf diese tiefen existenziellen Fragen. Der Buddha hatte auch entdeckt, und das gehört zu der Erfahrung, dass es für jeden Menschen möglich ist, auch zu dieser gleichen Erfahrung zu kommen. Und es lässt sich einen Weg formulieren, wie man durch bestimmte Übungen zu dieser Erfahrung kommen kann. Also er hat eigentlich den Buddhismus erfunden dadurch, nämlich den Pfad, der zu dieser Erfahrung führt. Und als der Buddha diese Erfahrung gemacht hat, ich hab's, hat er den Rest seines Lebens damit verbracht, durch die Gegend zu ziehen und Leuten, diejenigen, die sich dafür interessiert haben, das zu vermitteln, wie sie auch zu dieser Erfahrung kommen konnten. Dabei lehrte er die unterschiedlichsten Dinge, ja Ethik, Verhaltensprinzipien, Meditation, Reflexion über die Wirklichkeit und so weiter. Zu seinen Schülerinnen und Schülern zählten Haushälter wie heimatlose Wanderer, ja wie man das so schön sagt, also normale Leute wie du und ich, die zu Hause mit ihrer Familie lebten, aber auch eben diese Wanderasketen. Könige, Kaufleute und Kriminelle, ja Männer und Frauen. Also ohne groß zu unterscheiden, wer es wissen wollte, der Buddha hat es ihm oder ihr gesagt. Und er lehrte solche vielleicht bekannten Dinge, wenn man sich ein bisschen im Buddhismus auskennt, sehr, sehr bekannte Dinge wie, man möge sich bemühen, der ganzen Welt gegenüber ein unbegrenzt gütiges Gemüt zu entfalten, zum Beispiel. Oder Freundschaft ist das gesamte spirituelle Leben, zum Beispiel. Oder solche Sachen wie, im Gesehenen ist nur das Gesehene. Oder Achtsamkeit in alle Bereiche der Erfahrung zu bringen, Gewahrsein. Aber eben auch, wie an diesem Abend mit den Feuerasketen, alles brennt, ihr Mönche, alles brennt. Und was alles brennt, ihr Mönche? Das Sehen brennt, die sichtbaren Gestalten brennen, das Sehbewusstsein brennt, die Sehberührung brennt. Und was durch die Bedingung der Sehberührung entsteht, nämlich freudiges, leidiges oder neutrales Gefühl, auch das brennt. Das Hören, das Riechen, das Schmecken, das Tasten, das Denken brennt auch. Ja, man stellt sich vielleicht vor, es war Abend, die waren auf der Spitze des Gaia-Berges, ja Gaia wie der Vogel. Und man konnte vielleicht abends im Urwald sehen, da brannte vielleicht was, ja in den Dörfern oder vielleicht ein Buschfeuer. Und möglicherweise kann man es sich vorstellen, in einer spontanen Vision sei der Buddha, naja, es brennt nicht nur das Feuer, sondern eigentlich der ganze Wald brennt, die Häuser brennen, die Menschen brennen, die Sterne brennen, die Sonne brennt, der Mond brennt, alles brennt. Der ganze Bereich unserer Erfahrung, eigentlich alles, alle unsere Erfahrung brennt. Wieso sagte der Buddha nicht einfach nur zu den Feuerasketen, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Welt ein friedlicherer Ort lebt? Ich spreche mit dem König, geh du, sprich mit dem zweiten König, geh du, sprich mit dem Clan. Wir werden schon übereinkommen und dann können wir hier alle schön friedlich unseren Dingen nachgehen. Ihr könnt weiter das Feuer verehren, ich werde weiter durch die Gegend ziehen und alles ist in Ordnung. Warum hat er das nicht gemacht? Stattdessen sagt er, alles brennt. Der Buddha geht in dem, was er sagt, systematisch durch die ganze Sinneswahrnehmung. Das Gesehene, das Gehörte, das Gefühlte, das Gerochene, das Geschmeckte und selbst Gedanken und Ideen. Diese ganze Sinneswahrnehmung umfasst den gesamten Bereich unserer Wahrnehmung, eigentlich unsere Welt, unser ganzer Kosmos. Und mit was brennt denn die Welt? Ja, der Buddha hat gesagt, die Welt brennt, ja, mit Feuer. Es geht aber noch weiter. Durch was brennt es? Und da sagt der Buddha jetzt, es brennt nämlich durch das Feuer des Begehrens, durch das Feuer des Hasses, und durch das Feuer der Verblendung. Was bedeutet das? Der Buddha spricht hier offensichtlich über unsere Wahrnehmung. Ja, Auge, Ohr, Nase und so weiter. Er spricht davon, wie wir die Welt wahrnehmen, denn die Sinneseindrücke bilden zusammen unsere Welt. Ja, alles, unsere Welt besteht aus unseren Sinneseindrücken. Ja, es ist nichts anderes.
Ja, und Gedanken zähle ich jetzt mal dazu, werden in der buddhistischen Tradition auch als Sinneseindruck gesehen. Wir scheinen aber zu dem, was wir wahrnehmen, etwas hinzuzufügen. Ja, weil es brennt ja gar nicht. Ja. Auch Schlosszeller brennt nicht. Die Palme sieht zwar so aus, als hätte sie gebrannt, ja, brennt auch nicht. Ja. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Um zu erklären, was der Buddha damit genau meint, möchte ich mal etwas genauer versuchen, auf zwei Prozesse in unserer Wahrnehmung einzugehen. Erstens, wir fassen Wahrgenommenes zu Begriffen zusammen und machen dadurch Dinge daraus. Zweitens, diese Dinge erzeugen in uns Gefühle. Sie erscheinen attraktiv oder abstoßend. Und daran können wir erstmal übrigens nichts ändern. Das ist so. Ja, wir fassen das Wahrgenommene zu Begriffen zusammen und machen dadurch Dinge daraus. Und diese Dinge erzeugen in uns Gefühle. Sie erscheinen attraktiv oder abstoßend. Als Folge dieser attraktiven oder abstoßenden Dinge, die uns umgeben, greifen wir gewöhnlich nach dem, was wir angenehm empfinden, und versuchen das von uns zu weisen, was wir als unangenehm empfinden. Eigentlich, wenn man sich mal genau beobachtet, man versucht eigentlich sein ganzes Leben so zu arrangieren, dass man möglichst von Angenehmen umgeben ist und das Unangenehme möglichst keine Rolle spielt. Ja, für viele Menschen scheint das der Grundentwurf eines gelungenen Lebens zu sein. Ich habe die ganze Zeit über angenehme Erfahrungen und das andere tangiert mich nicht. Schöner Urlaub, Cappuccino, nette Unterhaltung, idealerweise mit Freunden, die die gleiche Meinung haben wie ich und mir zustimmen, ja, der ideale Partner, ja, das Paradies auf Erden, bloß keine Langeweile oder Kritik. Oder ich setze mich auch nicht gerne mit den für mich nicht so angenehmen Seiten des Lebens auseinander, natürlich nicht. Ja, mit den Aspekten meines Menschseins, dass ich mal alt werde, wahrscheinlich krank werde, irgendwann sterben muss. Oder welche Folgen meine lieben Angewohnheiten haben. Ja, rauchen, trinken, Frust essen oder überhaupt das Level meines Konsums. Ja, das hat ja auch Folgen. Das interessiert mich im Augenblick nicht. Ja, früher, als ich auf dem Schulweg immer mir den Zucker reingestopft habe, hat mich nicht dafür interessiert, dass ich davon schlechte Zähne kriege. Zum Glück habe ich einen guten Zahnarzt. Wir machen also aus dem wahrgenommenen Begriffe und versuchen, die angenehmen Dinge an uns zu ziehen, das Unangenehme zu vermeiden. Wo ist das Problem dabei? Wir neigen dazu, diese Begriffe, die wir bilden, ernst zu nehmen. Wir verwechseln die Begriffe, die wir bilden, mit der Wirklichkeit, die sie eigentlich beschreiben sollen. Die Wirklichkeit selbst, und das trifft auch für uns selber zu, ist völlig unbestimmbar und frei. Im Buddhismus wird das manchmal mit Leerheit bezeichnet, mit Wesenlosigkeit oder mit Shunyata. Ja, die Wirklichkeit ist völlig unbestimmbar und frei. In Wirklichkeit gibt es kein Ding. Es gibt keinen Punkt, welcher fest oder unverrückbar wäre. Alles ist von seiner Natur aus offen und frei. Die Wirklichkeit ist frei oder leer von festgelegten Begriffen. Alles ist in ständiger Veränderung. Alles verändert sich ständig. Es ist ein ständiges Neuentstehen, Verfallen, wieder Neuentstehen, ja, als etwas anderes. Jedes Ding, und wir selbst auch, ist in Wirklichkeit ein Prozess und kein festes Ding. Ein Prozess, der sich in engster Wechselbeziehung mit der Umgebung, die ebenfalls ein Prozess ist, entfaltet. Darin gibt es nichts, was fest oder unveränderlich wäre. Ja, Begriffe müssen daher immer subjektiv und provisorisch sein. Wir halten sie aber für objektiv und real. Ja, ich. Wirklich. Pult. Papier. Ja, wenn ich das Papier hier reinhalte, dann ist es gleich weg. Trotzdem ist Papier. Ja, ich brauche das heute Abend. Ja, sonst. Tief im Herzen, sagt der Buddha, tief im Herzen sehen wir uns danach, diese unbestimmbare, freie, wesenlose Natur, die auch wir besitzen, ungehindert entfalten zu können. Uns von allen Konditionierungen und Beschränkungen zu befreien, von allen Begriffen, wenn man so will. Also so einen Zustand zu verwirklichen, von ungehinderter, fließender, schöpferischer Spontanität, eigentlich die Erfahrung eines Buddhas nachzuvollziehen. Eigentlich sehen wir uns danach.
Die Natur der Wirklichkeit ist mysteriös und unauslotbar, mit Gedanken und Worten nicht zu erfassen. So ist auch unsere Wirklichkeit. Ja, der Weg zur Buddhaschaft, also zur Erleuchtung, wird daher manchmal mit den Worten die unbeschreibliche Emanzipation oder Befreiung, die unbeschreibliche Befreiung beschrieben. Das ist nicht in Worte zu fassen, es ist mysteriös. Wir glauben jedoch an einen festen Wesenskern, das Ich. Ich bin fest. Wir nehmen den Begriff Ich in der Regel zu ernst. Und mehr noch, wir sind sogar tief davon überzeugt, dass unser Ego, das Ich, tatsächlich existieren als unveränderliche Wesenheit, die von anderen Dingen unabhängig auf Dauer existiert. Und von den Dingen um mich herum, von den Begriffen, glaube ich, das Gleiche. Sie existieren auch für sich genommen. Und ich stelle dabei sozusagen das eigene Ich, mich selbst stelle ich in das Zentrum des Universums und die Begriffe um mich herum und sehe die Begriffe in Beziehung zu mir, was sie mir nutzen, beziehungsweise wie sie mich bedrohen. Und versuche sie natürlich entsprechend anzuordnen, wie sie mir nutzen, wie sie mein Ego stützen, ja, das Bild, was ich von mir habe. Und dadurch lebe ich in einem ständigen Konflikt mit der Wirklichkeit, weil das funktioniert nicht. Denn in Wirklichkeit gibt es nichts Festes, es gibt keine Stagnation in diesem Sinne. Nichts lässt sich einfrieren, alles ist im ständigen Fluss. Und natürlich denkt das Universum nicht, dass ich im Zentrum des Universums stehe. Unsere eigene innerste Natur, nicht erkennend, fühlen wir uns von einer ständig in Veränderung im Fluss begriffenen Wirklichkeit bedroht und versuchen, sie festzusetzen, zu fixieren. Wir versuchen uns eine feste, beständige Welt zu schaffen, indem wir uns mit Dingen umgeben, von denen wir Sicherheit erhoffen, nämlich mit dem, was wir natürlich angenehm finden. Dieser Glaube an ein unveränderliches Selbst, an einen festen Wesenskern, hindert uns jedoch daran, uns zu entwickeln. Ja, es ist ein Hemmschuh. Wir stecken uns sozusagen selbst in eine Kategorie und schreiben uns dadurch fest, ja, ich bin so, ich bin dieser besondere Mensch, ich mache dies nicht. Punkt. Das ist meine Meinung. Ja, so, das meine ich nicht. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin ein Angler, ich wähle die Grünen, ich wähle SPD, ich bin Deutscher, ich fahre Opel, ich fahre Bahn, ich liebe Tomaten, etc. Das sind alles sehr, sehr nützliche Dinge, um vorübergehende Zustände zu beschreiben. Ja, nur, wenn ich das zu ernst nehme, sitze ich in einer Kiste. Ja, ich schaffe mir selber eine Kiste. Und aus dieser Kiste kommt man leider manchmal bis zum Ende seines Lebens nicht hinaus. So bin ich schon immer gewesen. Mein Vater war auch so, ja, und so wird es auch immer bleiben. Punkt. In dieser Kiste mag es recht angenehm sein, schließlich verschafft sie mir Sicherheit. Ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wie ich bin. Manchmal ist die Kiste auch die Hölle, aber immerhin gibt es eine gewisse Sicherheit. Und deswegen liebe ich sie. Tief im Herzen ahnen wir jedoch, dass das feste Ich eine Illusion ist und sehnen uns nach jener unkonditionierten, spontanen, schöpferischen Freiheit, die ein Leben im Einklang mit der Wirklichkeit bedeuten würde. Das Leben in der Kiste ist deshalb zutiefst unbefriedigend. Eine Dimension von uns ist zutiefst frustriert darüber. Wirkliche Zufriedenheit, das Gefühl, dass das Leben Bedeutung hat, stellt sich nur dann ein, wenn wir uns persönlich entwickeln können. Wenn wir zum Beispiel etwas freundlicher werden, auch wenn das zunächst mal vielleicht etwas unbequem ist. Wenn wir etwas liebevoller werden können, etwas großzügiger, etwas verzeihender, etwas weiser zum Beispiel. Ja, also wenn wir aus der Kiste ein bisschen rauskommen. Wir können unser Leben also verbringen, ohne jemals aus unserer selbst gewählten oder von außen auferlegten Kiste rauszukommen. Und wenn diese Seite der persönlichen Entwicklung in unserem Leben fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir als zynische, vielleicht verbitterte Menschen alt werden und unser Leben nur darin besteht, sozusagen uns mit Sinneseindrücken davon abzulenken, dass eigentlich unser Leben leer ist. Das ist, was im Buddhismus mit Dukkha oder Unzufriedenheit bezeichnet wird. Ein Leben, in dem die Dimension der persönlichen Entfaltung fehlt. Der Befreiung von alten Mustern und Gewohnheiten. So ein Leben ist zutiefst unbefriedigend. Aber gleichzeitig fühlen wir uns natürlich bedroht. Wir wissen, dass mit unserem fixen Selbst etwas nicht stimmt. Das stimmt nicht. Und wieder erleben wir natürlich, wie das Selbst erschüttert wird. Ja, Sachen, die uns lieb sind, fallen plötzlich weg. Jemand stirbt. Karriere ist plötzlich zu Ende. Ja, man wird erschüttert. Dann merkt, ja, es ist,
ja, die Welt steht Kopf und in der Regel versucht man dann wieder möglichst schnell wieder alles ins Lot zu bringen, ja, dass wieder alles stimmt, ohne sich vielleicht mal die Frage zu stellen, ja, ist das, was ich glaube, was mir Sicherheit verschafft, kann mir das wirklich Sicherheit verschaffen? Und das tun wir, das wieder ins Lot bringen, eben indem wir nach den angenehmen Erfahrungen greifen und die unangenehmen Erfahrungen vermeiden. Ja, wie schon erwähnt, wir versuchen unser Leben dementsprechend zu arrangieren. Wir wollen Sicherheit, meinen Besitz, meine Freunde, meine Familie, meinen Erfolg, meine Reputation, mein Vergnügen, meine Gesundheit. Ja, meine heile, geordnete Welt. Ich will die Autos, die Häuser, die Männer und die Frauen, die Sonne, den Mond und die Sterne dort haben, wo sie hingehören. Da fühle ich mich sicher. Braucht man wahrscheinlich keine Beispiele zu nennen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Wie schon gesagt, wir versuchen das Unmögliche, die Welt in einem bestimmten Zustand einzufrieren, den ständigen Wandel, der uns gibt, zu stoppen. Und wenn etwas schief geht natürlich, das heißt, wenn doch etwas Unangenehmes passiert, mache ich mir vielleicht selber Vorwürfe. Ja, mein Partner verlässt mich. Ja, ich war nicht gut genug. Ja, ich hätte das und das gemacht. Oder ich mache jemand anders Vorwürfe. Ja, du hast sie mir ausgespannt oder ihn. Oder ich mache jemand anders Vorwürfe, dem Staat. Ja, weil der Staat so und so ist, können wir nicht zusammenleben. Es passiert was, das passt nicht ins Konzept. Etwas muss die Schuld dafür kriegen. Ob ich selbst oder andere. Und von daher ist es natürlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass sich dann Konflikte ergeben. Ne? Du hast mir meine Partnerin genommen. Man muss ja nur mal Shakespeare aufschlagen, was dann passiert. Oder sich in den Geschichtsbüchern angucken, wie viele Kriege um einen Partner geführt worden sind. In dem Fall, glaube ich, vornehmlich Frauen. Das ist dann nur noch ein kleiner Schritt, das Gehemmte ergreifen wollen, sozusagen in Abneigung umschlagen zu lassen. Ja, du bist da, du nimmst ja was mir gehört. Zum Beispiel in der Ukraine. Wahrscheinlich werde ich das auf eine verbotene Art und Weise jetzt vereinfachen. Ja, das sei mir nachgesehen. Ich bin Ukrainer, ich bin Russe. Das gehört mir, das ist mein Land, es gehört nicht dir. Ja, das können beide Parteien sagen. Es steht mir zu und nicht dir und ich nehme mir nur das, worauf ich ein Recht habe. Denken beide. Und man kann sich schon mal die Frage stellen, mit was identifiziere ich mich? Für was wäre ich bereit, ja, zu kämpfen? Ich glaube, das ist, was der Buddha meint, wenn er sagt, die ganze Welt brennt. An jedem Ding, an jedem Sinneseindruck kann sich potenziell so etwas entzünden. Ja, sogar um den Mond. Schau mal im Internet nach, wer sich alles für den Mond interessiert. Die Chinesen, die amerikanischen Industriellen, wer ist zuerst da, wem gehört er dann? Also es ist im Grunde, man könnte fast sagen, absurd. Alles. Die Blume soll hier stehen, die soll nicht hier stehen. Das stört mich, nein, ich brauche sie. Das Fenster ist auf, es zieht, nein, ich brauche frische Luft. Ja, alles. Ja, alles ist potenziell sozusagen geladen mit dieser Gefahr, dass es ständig sozusagen in einen bewaffneten Konflikt ausbrechen kann. Ne? Und deshalb ist eben potenziell alles gefährlich, alles brennt. Weil wir denken, es gehört mir. Ja, ich greife danach oder ich kann es nicht haben. Mit der Wahrnehmung, denke ich, kann man so weit gehen zu sagen, dass sie überhaupt nicht objektiv ist, sondern dass wir eigentlich eine Landkarte dessen wahrnehmen, was wir selber wünschen und nicht wünschen. Jedes Ding, was ich sehe, ist sofort mit dem kleinen Etikett versehen, ohne dass ich es merke. Das will ich nicht. Man kann manchmal, wenn man, sag ich mal, achtsam ist, kann man das merken. Ja, es ist wie eine zusätzliche Dimension. Plötzlich sind diese kleinen Fähnchen überall, die spontan auftauchen. Mag ich nicht. Ja, und man merkt es nicht, man hält es für eine objektive Wahrnehmung. Einige Buddhisten, zum Beispiel die Autorin Ayakema, sagt, es ist eigentlich ein Irrtum zu glauben, dass die Augen sowas wären wie Fenster, durch die man das Außen sieht. Die Augen sind eigentlich Spiegel. Was wir sehen, ist im Grunde eine Projektion unserer eigenen Erwartungen, Wünsche, Bedürfnisse. Ein schönes Schlamassel. Was tun? Die ganze Welt ist offensichtlich von Leuten bewohnt, deren innere Welt brennt. Genau wie meine. Es ist vielleicht kein Wunder angesichts dessen, dass die Weltgeschichte im Grunde aus Konflikten besteht. Gut, man könnte bestimmt eine andere Weltgeschichte schreiben, ja, aber das, was überliefert ist, sind die Auseinandersetzungen.
Und selbst wenn wir jetzt irgendwie durch die UNO oder eine weise Weltregierung es schaffen würden, die Dinge mal so weit zu ordnen, dass es eine Zeit lang gut geht, wäre das immer noch eine prekäre Angelegenheit, ja, angesichts dessen, dass von uns allen die Welt irgendwie brennt. Der Buddha denkt deshalb oder sieht, wir müssen tiefer gehen als das. Also nicht nur, wir stabilisieren jetzt mal die Bedingungen, wir müssen tiefer gehen. Wir müssen zuerst unsere eigene innere brennende Welt löschen. Und dann können wir vielleicht hoffen, sozusagen zu einem löschenden Faktor in der Welt außen zu werden. Wie soll das gehen? Und es kommt jetzt der dritte Teil, der buddhistische Pfad. Ich will das kurz skizzieren, ich habe auch keine Uhr dabei. Was der Buddha empfiehlt und was wir natürlich auch hier in diesem wunderbaren Gebäude, dem buddhistischen Tor, zum Beispiel anbieten in Beziehung darauf. Also als erstes natürlich Meditation. Wir haben hier diese wunderbare Technik der Vergegenwärtigung des Atems zum Beispiel. Und das ist vielleicht das Erste, was man kennenlernt, wenn man hier zum Beispiel zum buddhistischen Tor Berlin kommt, ja. Oder zumindest das Erste, was offiziell gelehrt wird. Vielleicht merkt man schon, wenn man reinkommt, das hat auch eine bestimmte Atmosphäre zum Beispiel. Ja, das kommuniziert sich von selbst. Aber das Erste häufig, was unterrichtet wird, Leuten gezeigt wird, ist Meditation, Vergegenwärtigung des Atems. Ja. Setze dich einfach still hin, nimm dir Zeit, nimm dir Raum, nicht hetzen, entspannen, nichts erreichen müssen. Versuche einfach, deinen eigenen Atem zu betrachten. So gut es geht. Und immer, wenn du merkst, die Gedanken ziehen mich weg, versuch es gehen zu lassen, komm zum eigenen Atem zurück. Dadurch werden wir ruhiger, in der Regel, und beginnen zu sehen, welche angenehmen und unangenehmen Gedanken und Bilder uns immer wieder aus der Gegenwart entführen wollen. Und wir lernen auch, das loszulassen. Diese inneren Sachen, die dann, während man so sitzt und den Atem betrachtet, die dann kommen, wir lernen sozusagen nicht entweder danach zu greifen, wenn das angenehm ist, also weniger langweilig, als einfach nur da zu sitzen, wenn es was Schönes ist, ja, das Paradies. Oder wenn das unangenehm ist, oh, ja, ich kann gar nicht meditieren, ja, das ist erschreckend. Einfach ziehen lassen. Wir merken vielleicht auch, dass es ungeheuer anstrengend ist, immer nach etwas zu greifen oder etwas anderes wegzuschieben. Ja, und in der Meditation kann es manchmal gelingen, da mal eine Pause zu machen. Das ist ungeheuer erfrischend, mal nicht ständig, das will ich nicht. Und auch schon hier steckt natürlich eine kleine Einsicht drin. Man muss das gar nicht immer nach dem Angenehmen greifen, das Unangenehme vermeiden, man muss es nicht. Es ist so ein bisschen, da ziehen diese brennenden Dinge vorbei. Man muss sich nicht die Finger verbrennen, indem man das irgendwie steuern will. Man lernt also in der Gegenwart, wir lernen in der Gegenwart im Augenblick zu bleiben, beim Erleben unseres Atems durch diese Meditation. Geist und Herz werden dadurch ruhig und tief mit der Zeit, wie ein stiller, klarer Bergsee. Zumindest für Augenblicke. Wir entwickeln eine gewisse Stabilität, eine gewisse Unerschütterlichkeit unter bestimmten Bedingungen, wohlgemerkt, und dennoch eine offene Rezeptivität durch diese Meditation. Dadurch lernen wir uns gut kennen. Wenn man sich still hinsetzt und versucht, nichts weiter zu tun, als den eigenen Atem zu betrachten, lernt man sich gut kennen. Anders als in der Hektik des Alltags, wo doch der Geist eigentlich immer nach außen geht, wo man sich eigentlich nicht kennenlernt. Ja, nur wenn man mal reflektiert, was man so tut, da kann man sich natürlich kennenlernen oder man kriegt von anderen gespiegelt, was man tut, lernt man sich auch kennen, wenn man es hören kann. Aber in der Meditation lernt man sich auf direkte Art und Weise selber sehr gut kennen. Wir lernen mit der Zeit Seiten von uns kennen, die wir vorher nicht kannten und können sie nun in Ruhe betrachten. Vielleicht alte Muster oder Konditionierungen, die uns vorher nicht bewusst waren, die uns jedoch die ganze Zeit beeinflusst haben, ja, und können auch lernen, damit umzugehen. Auch ungeahnte schöne Dinge können wir erkennen, Qualitäten wie Güte oder Stärke, die wir besitzen, von denen wir aber bis dahin nichts ahnten oder so etwas. Wir beginnen, diese Seiten von uns zu sehen und zu schätzen zu lernen. Sozusagen das Unangenehme wie das Angenehme, beides. Und beginnen, sie auch in unser bewusstes Erleben zu integrieren, beziehungsweise unser bewusstes Erleben auszudehnen auf diese bis dahin
eben unbewussten und nicht bewussten Seiten. Weniger Teile von uns bleiben im Verborgenen, bleiben abgespalten. Mehr von uns, mehr von unserer Lebendigkeit fließt zusammen. Mehr Lebensenergie beginnt ungehinderter zu fließen. Das Erleben wird intensiver, farbiger, tiefer und bedeutungsvoller. Ja, das kann man erleben. Wir werden gesammelter, natürlich. Unser Gewahrsein wird ruhig, klar und tief. Unser Erleben unserer selbst und der Welt bunter, wacher und lebendiger. Diesen Prozess bezeichnen wir auch mit Integration, innere Integration. Ja, wir sammeln sozusagen unsere Energien zusammen und ein Hauptinstrument dabei ist Meditation. Die zweite Meditation, die wir hier machen, heißt Metta Bhavana. Durch sie entwickeln wir unsere positiven Emotionen. Wir erwecken sie sozusagen zum Leben. Wir entwickeln in dieser Meditation den Wunsch, dass es uns selbst und anderen gut gehen möge. Empathie ist in jedem Augenblick ein Teil unseres Erlebens. Ja, wir erleben in jedem Augenblick Empathie. Und in der Metta Bhavana Meditation entscheidet man sozusagen bewusst, diesem Teil zu folgen, ihn innerlich zu erforschen, tiefer zu erleben, ihm Raum zu geben. Und dadurch wird dieser Teil mehr und mehr zu einem wichtigen Teil unseres Lebens. Wir lernen uns nun in Bezug auf andere Menschen kennen und andere Lebewesen. Wir lernen uns noch besser zu verstehen und zu schätzen und andere und beginnen offener für andere Menschen zu sein. Durch die Metta Bhavana geben wir auch unsere Position als Zentrum des Universums auf und erlauben anderen, diesen Platz mit uns zu teilen. Ja, das ist in der Technik der Meditation begründet. Ich weiß nicht, ob Moshe Siddha die später vielleicht anleiten möchte. Wir beginnen, echtes Mitgefühl und echte Mitfreude zu entwickeln. Das ist möglich, weil wir uns selbst mehr und mehr schätzen, uns selbst genügen und dadurch andere Menschen innerlich näher an uns heranlassen können, ohne von so einer Nähe überwältigt zu werden. Wir können das Glück anderer sehen, ohne Neid oder Eifersucht zu erliegen. Wir können die Schwierigkeiten und Nöte anderer sehen, ohne von Hilflosigkeit überwältigt zu werden. Ja, das ist Folgen der Metta Bhavana. Das nennt man im Buddhismus Gleichmut. Und Gleichmut ist überhaupt keine Gleichgültigkeit, sondern ein höchst lebendiger, wacher, mitfühlender Zustand. Ein inneres Gefestigtsein, das es uns erlaubt, aus einer tiefen inneren Ruhe, einem tiefen inneren Reichtum heraus, auch bei hohen Wellen nicht unterzugehen. Ja, bei emotional hohen Wellen. Wenn wir Meditation regelmäßig üben, können wir mehr und mehr Qualitäten eines ruhigen, gesammelten Geistes erleben. Klarheit, Gesammeltsein, Energie, Vitalität, Sinn. Solche Qualitäten können wir auch erleben, wenn wir nicht meditieren. Ja, schließlich sind das natürliche Eigenschaften des Geistes, die da sind. Besonders aber in der Meditation und zum Beispiel besonders, wenn man mal auf ein sogenanntes Retreat geht, wo man extra eigentlich zum Meditieren hinfährt, viel, viel Zeit hat für Meditation in einer ruhigen, schönen Umgebung, zum Beispiel Strudena an der Havel. Und dort können wir sogenannte meditative Vertiefungen erleben, sogenannte Dhyanas. Im Dhyana brennt die Welt nicht oder vielleicht nur kaum. Denn weder ergreifen wir dort etwas, noch weisen wir etwas zurück. Sofern wir ergreifen oder zurückweisen, können wir kein Dhyana erleben. Also per Definition. Wir müssen aufhören zu ergreifen und zurückzuweisen, sondern beobachten. Und dann kann meditative Vertiefung kommen. Sobald man ergreift, ist es weg. Oh, wie schön. Da möchte ich mehr von. Schwupp. Dhyana erfrischt, belebt und heilt. Wir erleben dort auch eine andere Welt, nämlich ohne Ergreifen. Und das zeigt uns, dass unser alltägliches Erleben nicht die einzige Möglichkeit ist, zu erfahren. Wir versuchen auch natürlich unter uns eine positive Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Ja, so eine andere, freundlichere, wertschätzendere, ehrlichere Art, miteinander umzugehen. Ja, wir versuchen das bewusst zu kultivieren. Das gelingt natürlich nicht immer, aber es geht in diese Richtung. Und wir bemerken, dass das auf uns selber, auf mich, aber auch auf andere einen sehr, sehr positiven Effekt hat. Wir bemerken auch, dass wir einen positiven Effekt auf andere haben können. Wir bemerken auch, dass das, was wir tun, wenn wir nicht meditieren, also 23,5 Stunden am Tag, einen Effekt darauf hat, was wir erleben, wenn wir meditieren. Durch diese Einsicht beginnen wir unser Verhalten in der Welt daran auszurichten, was hilfreich ist, was einen positiven Effekt auf uns selbst und andere haben könnte. Wir beginnen damit, wie der Buddhismus es nennt, uns geschickt zu verhalten.
Wir vermeiden, was uns und anderen Schaden zufügt und beginnen aktiv das zu tun, was uns und anderen nutzt. Dadurch vereinfacht sich das Leben. Wir werden zufriedener, kommen besser mit anderen aus, denn diese spiegeln ja in der Regel unser eigenes Verhalten zurück. Das passiert nicht alles an einem Abend. Wir stellen uns jetzt ein paar Dekaden von Meditation vor. Ja. Kurzum, wir werden glücklicher. Vielleicht entscheiden wir uns, weniger zu arbeiten, da wir nun mit weniger auskommen können. Vielleicht entscheiden wir uns sogar ganz damit aufzuhören, für Geld zu arbeiten und unsere Energie für den buddhistischen Pfad einzusetzen. Also es anderen zu ermöglichen, auch in den Genuss von Meditation und Gemeinschaft zu kommen. Auf der Basis von all dem, nach Jahren vielleicht von Übungen, also auf der Basis von Integration und positiver Emotion von Meditation, unterstützt von ethischem Verhalten und einer positiven Gemeinschaft, beginnen wir mehr und mehr zu sehen, was gemeint ist, wenn gesagt wird, die Welt brennt. Wir sehen mehr und mehr, wie unsere Begriffe, mit denen wir uns identifizieren, also unsere Ansichten, sich von der tatsächlichen Wirklichkeit des Erlebens unterscheiden. Dadurch lockert sich unsere Identifikation mit diesen Identifizierungen, mit den Begriffen. Wir sehen die Begriffe mehr als das, was sie sind. Nützliche Beschreibungen einer Momentaufnahme, eines kleinen Teils einer sich ständig wandelnden Wirklichkeit, die entsprechend unserer eigenen Bedürfnisse ausgewählt wurden. Also Momentaufnahmen entsprechend unserer eigenen Bedürfnisse. Und wir beginnen auch unsere eigene, sehr subtile, tiefe Tendenz zu sehen, nach Sicherheiten zu greifen und Verunsicherndes abwehren zu wollen. Also uns ein Selbst zu konstruieren dadurch. Und wir beginnen zu sehen, wie uns das letztendlich eigentlich mehr behindert als nutzt. Dadurch greifen wir weniger und wehren weniger. Und das ist, als würden wir sozusagen im Inneren die Schleusen für das erfrischende Wasser der Wirklichkeit öffnen und das in unsere brennende Welt hineinlassen, um mal in dem Bild zu bleiben. Zugleich entwickeln wir ein immer stärker werdendes intuitives Vertrauen, dass wir die Begriffe, die wir machen, nicht benötigen, dass wir keine Kiste benötigen, in die wir uns selber stecken müssen. Auch dann nicht, wenn diese Kiste vielleicht sehr groß, sehr subtil und vielleicht sehr, sehr schön ist. Wir beginnen selbst zu spüren, was mit der unbeschreiblichen Befreiung gemeint sein könnte, also ohne Kiste. Mit anderen Worten, wir beginnen Qualitäten von Erleuchtung direkt zu erfahren. Qualitäten, die in der buddhistischen Kunst häufig in Form dieser Bodhisattvas oder Buddhas dargestellt sind, symbolhaft. Ja, wir beginnen sie direkt zu erfahren. Und die mit Worten beschrieben werden wie tiefe Weisheit, allumfassendes Mitgefühl, unerschöpfliche Energie und so etwas. Und wir fühlen uns davon stärker und stärker angezogen. Der Wunsch, aus der Kiste zu steigen, die uns von diesen Qualitäten trennt, wird größer und größer. Und wir steigen aus. Wir steigen von einer kleineren, engen Kiste in eine etwas größere, schönere Kiste. Und dann in eine noch größere, noch schönere Kiste. Ja, also unser Selbstbild verändert sich. Ja, es wird offener, weiter. Und irgendwann steigen wir aus der letzten Kiste in die Freiheit. Keine Kiste mehr. Unsere Welt brennt dann nicht mehr. Wir leben in völliger Harmonie mit der Wirklichkeit. Wir haben das Ziel des spirituellen Pfades erreicht, Erleuchtung. Und sind sozusagen zur Wirklichkeit selbst geworden. Es besteht dann überhaupt keine Notwendigkeit mehr, nach irgendetwas zu greifen oder irgendetwas abzuwehren. Wer würde schon greifen? Was wäre zu greifen? Dies ist ein mystischer Zustand, der aus unserer Sicht jetzt nicht wirklich verstanden werden kann. Vielleicht durch ein Gedicht. Ich habe mir erlaubt, ein Gedicht aus den buddhistischen Schriften. Das ist vielleicht kein schönes Gedicht, aber das hat wohl der Buddha gesagt. Ja, es geht so, dort, wo Wasser, Erde, Feuer, Luft nicht fassen können. Also dort, ein Ort, wo Wasser, Erde, Feuer, Luft nicht fassen können. Dort scheinen keine Sterne, noch Sonne zeigt sich. Kein Mond leuchtet dort. Auch keine Dunkelheit kann gesehen werden. Wenn also der edle Suchende oder die edle Suchende, die Einsichtsvolle oder der Einsichtsvolle, durch Weisheit aus eigener Kraft zu dieser Wahrheit gelangt ist, von Form und Nichtform, Vergnügen und Schmerz ist er befreit. Wir haben dann das Ziel des spirituellen Pfades erreicht. In den Worten des Buddhas haben wir das Ende des Leidens, der Frustration erreicht.
und sie werden nicht wiederkommen, weil wir die Bedingungen, aus denen sie entstehen, nämlich Begriffe zu machen und danach zu greifen, zurückgelassen haben. Man könnte vielleicht sagen, wir haben dann unseren inneren Reichtum voll erschlossen, der identisch mit der Wirklichkeit selbst ist. Wir handeln nicht mehr, noch sind wir passiv. Das, was man als Aktivität bezeichnen könnte, geschieht spontan zum Nutzen aller. Ja, und weil dann unsere innere Welt nicht mehr brennt, können wir vielleicht eher so etwas wie Wasser oder Balsam für die äußere brennende Welt dann werden. Das ist der Ende des dritten Teils. Ich möchte mit ein paar persönlichen Reflexionen schließen. Nicht alle werden ihre Welt löschen. Wir sind in der Minderheit. Ja, wenn wir uns entscheiden, ich werde beginnen, meine eigene brennende Welt zu löschen, wir werden in der Minderheit sein. Die meisten Leute machen das nicht. Und das hat auch schon der Buddha festgestellt, ja, meine Lehre, mein Pfad ist für die wenigen. Die meisten interessieren sich nicht dafür, das ist für die wenigen. Die Mehrheit ist nicht interessiert. Wir können also nicht erwarten, selbst wenn wir die buddhistische Lehre praktizieren, wir können nicht erwarten, dass unsere Gesellschaft dadurch sicher oder stabil würde. Das können wir nicht erwarten. Und da gibt es genug Beispiele aus der Geschichte, auch aus der buddhistischen Geschichte, wie ganze buddhistische Kulturen sozusagen ausgerottet wurden oder nahezu. Ja, in Indien im Mittelalter ist der Buddhismus komplett verschwunden oder in neuerer Zeit in China und Tibet sehr, sehr stark bedroht. Also es ist keine Garantie, wenn wir selber üben, dass unsere Welt, die äußere Welt dadurch stabil wird. Es ist keine Garantie. Noch ist unsere eigene Sicherheit garantiert. Dafür gibt es keine Garantie. Die Welt wird immer ein gefährlicher Ort bleiben. Wir können nur hoffen oder uns dafür einsetzen, dass wir eine stabile, freizügige Gesellschaft haben, ja, wie wir sie im Augenblick hier in Deutschland genießen, die tolerant genug ist, dass wir zum Beispiel hier das machen können, was wir machen. Es ist nicht überall möglich, an allen Orten der Welt einen öffentlichen Vortrag zu geben über Buddhismus. Ja, es geht nicht überall. Aber hier zum Beispiel geht das. In Russland übrigens geht das auch. Wir haben auch eine Gruppe in Russland, das ist kein Problem. Ohne eine stabile, freizügige Gesellschaft ist die Übung des Buddhismus schwierig. Und dadurch kommen wir vielleicht manchmal in ein ethisches Dilemma. Was würden wir tun, wenn diese Gesellschaft, von der wir profitieren, bedroht würde? Ja, was würden wir tun? Und das kann man auch nicht so einfach beantworten. Nur wichtig ist, sich immer zu vergegenwärtigen, dass man immer persönlich für das verantwortlich ist, was man tut. Was wir tun, hat immer eine Folge, ja, für einen selbst und für andere. Absichtlich tut, ja, nicht aus Versehen oder so, also mit Intention. Die Welt wird immer ein gefährlicher Ort bleiben. Wir entscheiden aber, welche Haltung wir dazu einnehmen. Welche Haltung wir zu einer gefährlichen Welt einnehmen. Wir wollen nicht zynisch werden darüber oder uns zurückziehen in das eigene Schneckenhaus. Könnte man ja sagen, naja, es ist nichts zu machen. Ich gucke, dass ich für mich alles irgendwie in Ordnung halte. Ja, irgendwann sterbe ich halt, aber immerhin. Wir wollen nicht zynisch werden. Denn wir haben einen Einfluss auf die Welt, einen gewissen Einfluss haben wir auf die Welt. Denn das, was wir hier untereinander zum Beispiel versuchen zu schaffen, beeinflusst die Umgebung. Wir haben einen Einfluss auf die Umgebung. Zum Beispiel das buddhistische Tor Berlin hier, zum Beispiel indem wir versuchen, andere Menschen einzuladen, hier an der Gesellschaft, an unserer sozusagen internen kleinen Mini-Gesellschaft, wo wir versuchen wollen, positiv miteinander umzugehen und meditieren und so sozusagen mitzuweben. Da haben wir einen Einfluss auf die Welt, ja, weil wir zum Beispiel offen sind, andere Leute einladen. Oder wenn wir auch hier so in unserer kleinen Gesellschaft, ja, wo wir versuchen, positive Werte zu leben, das hat auch eine Wirkung nach außen. Jede Tat verändert die Welt. Alles, was ich tue, wird in dem Augenblick zur Wirklichkeit. Das ist nicht widerrufbar. Es ist vorbei, zu spät. Wenn ich etwas Gutes tue, ist das in dem Augenblick Teil der Wirklichkeit geworden. Genauso, wenn ich etwas Schlechtes tue, natürlich auch. Ja, wir haben immer die Wahl. Auch dadurch beeinflussen wir die Welt. Und natürlich nicht zuletzt vielleicht zu erwähnen, der Welleneffekt. Wir haben eine Wirkung nach außen, wenn wir sozusagen positiv mit uns selbst umgehen. Ja, wir begegnen ja auch anderen Menschen. Und wenn ich von jemandem im Kaufhaus die Tür aufgehalten bekomme, ist meine Neigung größer, der Person, die nach mir kommt, auch die Türe aufzuhalten. Es wirkt. Man wirkt nach außen, man will oder nicht. Und deshalb ist es sehr wertvoll, finde ich, was wir versuchen hier zu machen.